Vorschriften im ultraorthodoxen Stadtviertel Jerusalems verbreitet. Denn Fernsehen und Internet hat hier fast keiner. Angst vor Corona offenbar auch nicht. Denn die Straßen sind voll. 2 Meter Abstand hält hier keiner. Haben Sie Angst vor Corona? Nein, keine Angst. Ich glaube an Gott. Halten Sie sich an die Vorschriften? Nein. Ich mache, was Gott vorschreibt, nicht die Regierung. Laut Vorschrift dürfen nur Geschäfte für den täglichen Bedarf geöffnet sein. Kleidung, Bücher und Schuhe gehören nicht dazu, versichert uns das Gesundheitsministerium. Mit versteckter Kamera wollen wir also mal in Shops nachfragen. Hier zum Beispiel gibt's Damenaccessoires. Sie müssen doch zu sein. Wieso zu? Das war doch angeordnet. Stille. Weiter in den Spielzeugladen. Wie schön, dass Sie noch geöffnet haben. Ja, im Moment geht das noch. Also ist es erlaubt? Ja, ist erlaubt. Ist es nicht. Die Frage ist halt, was bringt eine Ausgangssperre, wenn sich ein Teil der Bevölkerung gar nicht daran hält? Also mein Eindruck ist, dass die Menschen hier gar keinen Respekt vor dem Virus haben und auch keine Angst und sich auch nicht so an die Grundregeln halten. Die Polizei versucht das zu ändern, mit Kontrollen und Bußgeldern. Hier zum Beispiel löst sie eine Versammlung auf. Sie verstoßen gegen die Verordnung des Gesundheitsamtes. Sie sind mehr als 10. Zugriff. Die Polizisten werden wüst beschimpft. Nur eine Straße weiter wohnt Familie Kreuz mit 18 Kindern in 2 Zimmern. Vater Joel führt mich rum. Hier schlafen 7 Kinder, wir ziehen die Betten raus und hier nochmal 3 und dann haben wir das da und da im anderen Zimmer, da schlafen auch welche. Nicht alle Kinder sind zu Hause, sehe ich. Die kleineren spielen, während Mama schläft. Sie hatte Nachtschicht auf einer Station für Neugeborene. Die 11-jährige Tochter kommt gerade vom Einkaufen, während diese Gruppe auf der Straße spielt. Lagerkoller. Sie haben es nicht mehr zu Hause ausgehalten. Die älteren Jungs sind in der Synagoge, lerne ich. Bei uns in der Synagoge haben sich 2 mit dem Coronavirus infiziert und kein anderer hat es bekommen. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Das ist nicht so ansteckend. Fehlende oder falsche Informationen sind hier Alltag. Das Wort des Rabbiners zählt mehr als das der Regierung. Noch vor kurzem waren Toraschulen so voll, unter anderem, weil dieser hohe Rabbiner sagte, die Toraschulen zu schließen sei gefährlicher als Corona. Das ist inzwischen anders. Bleibt zu Hause, betet draußen, ist die neue Message, in der Hoffnung, dass sich hier noch keine Massen mit dem tödlichen